Esztisch. Guten Morgen, Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren. Auch die Fraktion Die Linke bedankt sich bei der Wehrbeauftragten für den Bericht. Allerdings wirft er auch im Hinblick und in Verbindung mit einigen Aussagen der Wehrbeauftragten einige Fragen auf. Die Bundeswehr ist einsatzbereit, sagte Frau Högel bei der Vorstellung des Berichts. Und das klingt ja erstmal etwas anders als das sonst wiederkehrende Mantra, die Bundeswehr sei schlecht aufgestellt und hätte nicht genügend Geld. In den vergangenen 20 Jahren ist der Wehretat verdoppelt worden von 26,5 auf 52,8 Milliarden. Wenn also etwas schiefläuft, dann liegt es wohl nicht am mangelnden Geld, sondern am völligen Missmanagement der politisch Verantwortlichen, an schlechten Verträgen und fragwürdigen Beraterverträgen. Und Deutschland braucht dringend die 100 Milliarden. Aber nicht für weitere Aufrüstung, sondern für Bildung, für Gesundheit und gute Renten. Das sind unsere besten Waffen. Und Frankreich zeigt ja, dass es geht. Frankreich hat ein ähnliches Militärbudget wie Deutschland. Aber da gibt es kein Dauermantra und Lamentieren über die Medien, über Panzer, die nicht gerade ausfahren und Gewehre, die nicht gerade ausschießen. Also sollten endlich die politisch Verantwortlichen beginnen, geradeaus zu denken und aufhören, das Geld der Steuerzahlerinnen zu verschwenden. Und es mutet doch etwas komisch an, ausgerechnet lobend Afghanistan zu erwähnen. Dass das kein Ruhmesblatt war, liegt, weiß Gott, nicht an den Soldatinnen oder Soldaten oder am mangelnden Geld, sondern dieser Fisch stank von Beginn an vom politischen Kopf her. Und einige dieser Köpfe sitzen immer noch in diesen Reihen. Mindestens 185.000 Zivilistinnen wurden in Afghanistan grausam ermordet. Im Land herrscht eine humanitäre Katastrophe. Und mit den Taliban sind die gleichen Machthaber wieder an der Macht, die angeblich sonst von denen Afghanistan vorher befreit werden sollte. Und warum verschleppen Sie den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan? Frau Högel hat das ja richtigerweise angemerkt, dass er dringend notwendig ist. Und Ihnen als Wehrbeauftragte dürfte ja bekannt sein, dass die Bundeswehr laut Grundgesetz eine Verteidigungsarmee ist. Stattdessen reden Sie aber von Bündnisverteidigung. Die NATO hat sich weder in diesen grausamen Tagen noch in den Jahren zuvor als ein Friedensbündnis erwiesen. Also machen Sie sich nicht von einer Wehrbeauftragten zu einer Werbebeauftragten der Rüstungsindustrie, bitte. Wahren Sie bitte den überparteilichen Charakter einer Wehrbeauftragten und vor allen Dingen den Charakter der Bundeswehr als eine Parlamentsarmee. Und die Linke schließt sich ausdrücklich dem Lob an diejenigen Soldatinnen und Soldaten an, die Rechtsextremismus nicht in ihren Reihen dulden wollen und Meldung erstatten. Schade, dass es bei der Bundeswehr aber nicht in diesem Hohen Hause geht. Es braucht viel klarere Konsequenzen gegen Rechtsextreme, auch unter den Reservisten. Im vergangenen Jahr wurden 1033 Sachverhalte mit Extremismusbezug innerhalb der Bundeswehr ermittelt. Helfen Sie dringend, Frau Högel, dieses aufzuklären. Wieso steigen die Verdachtsfälle? Wieso gibt es so viele Radikalisierungen unter den Reservisten? Und in welcher Form werden die Dienstvorgesetzten in die Pflicht genommen? Hier ist der Bericht leider noch ziemlich dünn. Meine Damen und Herren, trotz des politischen und des medialen Säbelrasselns haben die Ostermärsche gezeigt, wie wichtig es vielen tausenden Menschen in Deutschland ist, sich für Abrüstung und Frieden auf die Straße zu begeben, dafür zu demonstrieren. Und das war ein gutes Zeichen. Frau Högel, eins war auch das Ihr Anliegen. Ich hoffe, das vergessen Sie nicht. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Falko Drossmann, den ich